Herr Rölli, welche Bedeutungen haben die aktuellen Entwicklungen der Weltwirtschaft für die Finanzmärkte und im Speziellen für die Festverzinslichen? Die Weltwirtschaft erholt sich. Das bedeutet für die Finanzmärkte, dass die Rendite steigt, also Zinsen steigen, auch die Inflation wird wieder steigen. Und das ist ganz klar, das hat ganz negative Wirkungen für die Festverzinslichen. Umso mehr, als die Investoren jahrelang fallende Inflation eingebaut haben. Und ich glaube, das bedeutet, dass die Aktienmärkte wesentlich attraktiver sind für Pensionskassenanleger. Wo liegt denn daraus resultierend das Hauptproblem von Schweizer Pensionskassen? Das Hauptproblem liegt darin, dass Schweizer Pensionskassen im Schnitt um etwa 30% Aktien haben, also einen niedrigen Betrag, und dass sie zu viel Festverzinsliche haben. Und jetzt müssen sie sich irgendwie aus dieser Situation herausbewegen. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Wo können sich denn Pensionskassen an langfristiger Wertschöpfung des Kapitals beteiligen? Ich glaube, man muss auf Private Equity ausgehen, also Direktanlagen in Unternehmungen, Wagniskapital, also Venture Capital, da gibt es ja einen Vorschlag. Der Zukunftsfonds Schweiz liegt sogar vor dem Parlament, wird auch diskutiert. Und dann glaube ich, das wird etwas sein, was man im Moment noch nicht einmal diskutiert, Infrastrukturanlagen müssen in irgendeiner Form organisiert werden, dass Pensionskassen sich an Infrastrukturinvestitionen beteiligen, weil das ist ideal. Das ist langfristig, da kann man Inflationsgarantien einbauen und da beteiligen sich die Pensionskassen wirklich am Wachstum der Volkswirtschaft. Und das ist eigentlich das Ziel. Ist das sozusagen der Weg, wie sich Pensionskassen die strategische Vermögensallokation auf den neuesten Stand bringen können? Ich glaube, es wird in die Richtung gehen. Also auf jeden Fall weniger Festverzinsliche, mehr Aktien und Realwert. Und das wird die Aufgabe sein von den nächsten 5 bis 10 Jahren. Welche Gefahren liegen also in der Gegenläufigkeit von Regulierung und Geldpolitik in Bezug auf die Festverzinslichen? Auf der einen Seite ist Geldpolitik extrem locker gewesen in den vergangenen Jahren. Auf der anderen Seite hat nach der Finanzkrise der Regulator überall eingegriffen. Und das hat dazu geführt, dass Geschäftsbanken sehr viel weniger festverzinsliche Bestände halten. Wenn jetzt Investoren in festverzinsliche verkaufen wollen, dann heisst das, wird es grosse Rückschläge geben. Und das ist auch ein Problem. Die Festverzinsliche werden sehr viel volatiler sein. Es wird sehr viel mehr Risiko drin haben, als man eigentlich glaubt.